Okay. Pah. Endlich mal ein würdiger Gegner. Erspar mir dein feiges Gewinsel. Ist das etwa der Gegner von der Insel? Ich dachte, der wäre wie alles andere von der Dunkelheit verschluckt worden. Ihr zwei bringt euch schnelligst in Sicherheit. Seit wann erteilst du mir Befehle? Der Kleine konnte ausnahmsweise mal recht haben. Ruhe, ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Oh nein. Spür die Faust Gottes. Und sie starben. Eines kläglichen Todes. Durch den Schattenborn. Mit seinen Tattoos. Die geil aussehen. Dir werde ich so die Fresse polieren, Wichser. Carlo, Malefiz. Was für unglaubliche Kraft. Das kann unmöglich derselbe Herzlose sein. Hass und Wut, ja sogar Anomalien werden zu Kraft. An der ich labe. Anomalien werden zu Kraft? Das ist es also. Du warst nicht der Einzige, der in der Datenwelt erstarkt ist. Rico, was soll das heißen? Ich weiß jetzt, was die Bugs verursacht hat. Es war dein Schatten, Sora. Dein Herzloser. Mein Herzloser? Du erinnerst dich da sicher nicht dran. Für einige Zeit warst du auch ein Herzloser. Das wurde im Tagebuch festgehalten. Doch die Aufzeichnungen gingen nach der ersten Reise verloren. Zusammen mit deinen Erinnerungen. Du hielst neue Erinnerungen zurück. Doch die Tagebuchseiten blieben leer. Und das soll an meinem Herzlosen liegen? Gut möglich, im Tagebuch ging es schließlich hauptsächlich um dich, Sora. So wie du in der Datenwelt neue Kräfte gewonnen hast, hat auch dein Herzloser Daten gesammelt. Und es dir gleich getan? Aber wir haben doch alle Daten repariert. Er sollte ihn geschwächt haben. Ich kann ihn immer noch aufhalten. Leider nicht. Und es hätte mir früher auffallen sollen. Normalerweise hinterlassen besiegte herzlose Herzen, die dann zu ihren ursprünglichen Besitzern zurückkehren. Hier in der Datenwelt jedoch konnten keine echten Herzen freigesetzt werden. Denn Herzen sind ja nicht digitalisierbar. Stattdessen hast du vermutlich die Absichten der Herzlosen freigesetzt. Ihre Absichten? Und was ist aus dem geworden? Das, was vor dir steht? Dieses Wesen hat die dunklen Absichten der gefallenen Herzlosen gesammelt und verschlungen. Das ist die Quelle seiner Kraft. Dunkle Daten. Und genau wie du ist auch dein Herzloser erstarkt. Wenn das stimmt, sind Mickey und die anderen in großer Gefahr. Ich muss sie beschützen. Mit der Kraft, die sie mir gegeben haben. Also sein Herzloser von Sora. So viel Schaden. Als ich zum ersten Mal hier gespielt hatte, habe ich so wenig Schaden bei denen. Deswegen hat der Kampf so lange gedauert auch noch. Ja, komm. Wie lange will die Feuerkugel noch da gammeln? Okay, komm. Ja, jetzt geht er wieder weg. Jetzt kommen seine komischen Fäuste. Hallo. Okay, jetzt kommen wieder die komischen Fäuste. Ja, komm, du bist ein Big Daddy. Komm mit der Faust, komm. Das war's. War's das? Niemals. Hass und Wut und ja sogar Anomalien werden zu Kraft. Und bald stillen die auch Herzen meiner Hunger. Was bedeutet das? Eine Verwandlung? Nein. Er entwickelt sich weiter. Pokémon! Den. Ja,
Herzloser entwickelt sich zu... Tsunami! Nein! Zu... Soha... Blacko! Ich verprügel dich so schnell mit dem neuen Schlüsselschwert. Ja, tanzt für mich, Schlampe. Es gibt mehrere Formen von dem, wenn ich richtig erinnere. Egal, ich lasse dich nicht in Ruhe. Man muss ständig angreifen. Sonst macht er eine behinderte Attacke. Die da. Komm mal eine Runde runter. War's dann, oder? Jetzt kommt die nächste Frage. Warum schaut es mich so an? Was hat es vor? Es will ich umarmen, Digga. Es will ich umarmen. Achso, das muss man machen, um seine richtige Form zu holen. Wie lange geht das dann noch? Übertreib dort, bis da hast du nicht so viel gekämpft. Die Musik ist so epic. Metall-Schokobo-Schlüsselschwert sieht das viel heftiger aus. Und ich habe ihn besiegt. Gib ihn! Metall-Schokobo-Schwert? Hallo? Okay. Ich habe ihn besiegt und er hat sich wieder zurückverwandelt. Kommt wieder die Force Gottes. Du darfst nicht aufgeben. Ich brauche die Maus, die auf Drogen ist. Mickey, was machst du hier? Meinen Freund helfen? Hast du das vergessen? Du kämpfst nicht alleine. Du trägst ein Licht in dir, das keine Dunkelheit je löschen kann. Jetzt, Sora, die Zeit ist gekommen. Nicht versiegeln geht. Schokobo Schlüsselschwert. For the win. Soll ich den jetzt verprügeln? Und Schokobo. S GD Bagger Binär bekommen. Ein neues Schlüsselschwert zum Leveln. Carlo Malefiz, zum Glück ist euch nichts passiert. Die beiden steckten in einem Datenriss fest, als ich sie fand. Glaubt nicht, dass ich mich dafür bedanke. Das wart ihr uns entschuldigt, hä? Ich habe jedenfalls genug von diesem Ort. Tschüss, ihr Trottel, wir machen uns vom Acker. Nicht, dass wir euch davon abhalten wollten, aber ich bitte geleite euch und pass auf, dass ihr nicht auf dumme Gedanken kommt. Na wartet, beim nächsten Mal seid ihr dran. Die Daten sollten bald in den Ursprungszustand zurückkehren, so wie das Tagebuch war, bevor die Bugs kamen.
Dann ist dies wirklich das letzte Mal? Hm. Ich habe auf einmal so ein Stechen in der Brust. Ob doch noch da Bugs sind? Nein, Sora. Das bestimmt nicht. Du. So fühlen sich Abschiede an. Ja, unsere gemeinsame Zeit. Hat mir vieles in Erinnerung gerufen, wie ich zu meinem ersten Abenteuer aufbrach. Und wie ich meinen ersten Freund fand. All das hat mir vor Augen geführt, dass das Tagebuch nicht einfach nur eine Auflistung von Ereignissen ist. Es ist eine Sammlung. All unserer geteilten Empfindungen. Unser Herz. Ich verspreche dir, dass wir Sora und Brico von allem, was hier geschehen ist, berichten werden. So werden wir auch diese Reise mit euch teilen können. Die Erinnerungen an sie werden unsere Herzen verbinden. Wir bleiben Freunde, Sora. Für immer. Okay, versprochen, Mickey, Eure Majestät. Hey, you know, we never did figure out that mysterious message. Guys, big news. A new world has shown up inside the journal. What do you mean? I've found another door leading to extra data. Somebody must have added it, once all the other data was restored. And if we explore that world? Then we should get some answers about this message. Great! Let's ask Sora to... When we fixed the data, everything in the journal went back to the way it started. Remember? Which means that Sora's journey through the datascape, it never happened to him. Why, now he's just the same boy he was before he ever met any of us. I'm fine. My partition isn't affected. But Sora... We can't send him out there when he doesn't know what's going on. Wait! Hey, Riku! Could you help me get back into the datascape one more time? Huh?
away! Huh? Sora, this was the day that your journey began. I know, because I was here too. It's time for the truth. Wo bin ich hier? Warum weiß ich nicht, wie ich hierher gekommen bin? Und wer bist du? Ich bin Mickey. Ich bin zu Besuch aus einer anderen Welt. Meinst du das ernst? Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Sie lautet, ihre Schmerzen werden heilen, wenn ihr zurück zur Hilfe eilen. Und du bist der Einzige, der ihr Geheimnis entschlüsseln kann? Ich? Warum ich? Wow, was ist das? Ausgezeichnet. Deine Erinnerungen magst du verloren haben, nicht aber deine Kräfte. Ich brauche deine Hilfe, Sora. Nur so können wir die Wahrheit aufdecken. Das ist echt abgefahren. Ich meine, ich kenne dich überhaupt nicht. Oder etwa doch? Irgendwie wirkst du so vertraut. Hat diese Wahrheit, die du suchst, auch was mit mir zu tun? Das weiß ich nicht mit Gewissheit, aber eines ist sicher. Es geht um Dinge, die du unbedingt erfahren musst. Also gut, Mickey, ich komme mit dir. Danke, Sora. Dann zieh bitte jetzt dein Schlüsselschwert. Und wir sind jetzt im Schloss des Infants. Finden wir hier die Wahrheit, Mickey? Ob er schon vorgegangen ist? Wer bist du? Ich? Niemand. Hier bedeutet finden, verlieren. Und verlieren, finden. So lautet die Devise im Schloss des Infalls. Schloss des Infalls? Ja, hier triffst du die Menschen, die du kennst. Menschen, die du vermisst. Und spiele jetzt wieder Chain of Memories. Was ist das, eine Spielkarte? Da ist ein Motiv drauf. Diese Karte bringt dich dorthin, wo die Wahrheit liegt. Hey! Wie soll ich mir eine Karte irgendwo hinbringen? Und warum kam es mir so vor, als hätte ich diese Typen auch schon mal getroffen? Diese Tür scheint der einzige Ausgang zu sein. Schloss in Fall bedienen, ja. Seht ihr, die Welt an der Tür von, ja. Ich weiß, ich hab Chain of Memories durchgezockt, also brauchst du mir das nicht zu erklären. Castle Oblivion. Schloss des Infants. Geht klar, aber erstmal Status Matrix angucken. Ja, okay, jetzt haben wir so goldene Dinger hier. Ach so. Damit kann man die da wegbekommen. Aha. Aber es geht noch weiter. Ich sehe es schon. Ich brauche noch einen Golden Debugger und danach kann ich das auch hier freischalten. Okay. Welche Fähigkeit mich jetzt hier erwarten, das würde ich echt mal wissen. Bitte sei noch da, bitte sei irgendwas da. Okay, vielleicht habe ich irgendeinen Trophäen. Sammelleidenschaft erhalten. Entreiß erhalten. Zwei Trophäen okay. Geil, auch so viel Sammlung von 70% aller Fertigkeiten, Chips, Sheets und Waffen und Items. Für den Sieg über Polaris in der Arena des Olymps. Eigentlich kriege ich was dafür, dass ich die ganze Kacke. Och du heilige Scheiße. Okay, Status Matrix. Jetzt habe ich ein paar Dinge bekommen. Trophäenchip. Combo Plus. Geht klar. Ich hatte irgendwie Mickys Frisur irgendwas bekommen. Vielleicht bei Kommando irgendwas. Morgenstern hab dich schon.
Ausrüstungsmatrix vielleicht. Okay. Okay. Ich mach mal Elektrofeuer. Ich muss mir gleich jetzt informieren wegen den Karten. Aber erstmal die neuen Welten angucken. Vielleicht kann ich irgendwie jetzt wieder Systemkerne knacken. Yay. Okay, was hat der Mogi zu sagen? Ah, egal. Das bringt mir sowieso jetzt nichts. Ich werde das mal speichern. Ach du Scheiße, ich freue mich jetzt schon auf den Endboss, wie ich den vernaschen werde. Okay, es gibt nichts Neues dann. Okay, wir sehen uns im nächsten Part hier.